So, werte Geister und Geisterinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play VW Legion PvP. Ja, yeah, was ist los? Boah, der Sack hat das Fuchsmount, ne? Voll der Asi. Wir sind in der tiefen Windschlucht gelandet und zwar natürlich wieder mit Priester, Frosch, Frenzy, Ereda. Was ist los? Frenzy, nicht Schwenzy, hat man, ne? Schlimm immer, wenn man so ein paar Buchstaben mal verschluckt, ne? Unglaublich. Lieber Buchstaben als irgendwas anderes, ne? Ah, so ist das. Wir gucken mal, ob wir schlucken müssen. Hoffentlich nicht schwer, denn wenn ich hier einen Tank namens Schmusekater sehe, kann man alles erwarten. Gute Counter, wir haben kranke PvP-Kinder dabei. Xuxuxuxu wurde nur zu diesem Grund erstellt. Noch ein Xu, oder? Oder noch eins? Oder eins weniger? Keine Ahnung. Und auch Power Juicer geht gar nicht. Erinnert mich an Männertag, ne? Als wir losfahren wollten, da stand so ein netterer Eltern. Man könnte sagen, Penner, wäre aber böse. Und dem haben wir Feuer gegeben für seine Kippe, ne? Und er hatte so eine schöne abgegriffene Fanta dabei, die rochen hat wie was ganz, ganz Schlimmes. Und da hat er uns das angeboten unter dem Titel, Jungs, wollt ihr ein bisschen Schnaps mit Juice, ne? Und das werde ich nie vergessen. Naja, dachte sich so, cool, die hippen jungen Leute hier, den biete ich jetzt mal meinen Juice an mit der Kraft meines Englisch-Vokabulars, ne? Aber hätten wir daraus getrunken vorne, wir hätten den Tag uns auf jeden Fall nicht mehr bewegen können oder müssen oder was auch immer, ne? Das war ganz schön schlimm. So, ein Elementarschamane, Freunde, der fickt hier gerade unser Leben. Habt ihr mal irgendwie Todesgriff, Stun, also irgendwas wäre geil. Der ballert die Kettenblitze durch. Guckt mal, wie die Gruppe langsam aber sicher downdroppt. Sehr schöne Zeitkrümmung hier. Uns bis jetzt, wollte ich gerade sagen, uns greift hier keiner an. Kann fast nicht sein, Gnomschurke. Der Bobby, ne? Der Bobby wieder, Freunde. Wir machen mal so ein bisschen Fake-Casten hier. Vielleicht verkackt er seinen Kick. Hat das getan? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hatten wir Zeit, die Flagge einzunehmen. Wir natürlich als Fraktion, die Horde und der DK deft uns hier sehr schön. Giftlache ist demnach ein Meuchelschurke. Wenn ich die Gifte auf mir da sehe, Freunde, dann wird mir aber auch gleich ganz anders. Holy shit, was das denn alles? Er leidet Schaden, er leidet Schaden. Bewegungstempo verringert. Scheiß die Wand an. Bobby ist dann auch gut wieder. Komm, geh mir mal nicht so auf den Pier. Ach, shit, da war's wieder. Ah, hat doch letztens einer geschrieben, ne? Man will sich auch immer so ein bisschen bilden, ne? Und es gibt ja Leute, die sind vom PvP noch nicht so mad, ne? Die gehen dann nicht nach 20 Minuten Wartezeit, ne? Gehen ja nicht auf YouTube, suchen Videos und flamen dann bei Backpedalen und nicht alles gebindet, sondern die sagen das konstruktiv, ne? Props an die Leute auf jeden Fall. Und der hat gesagt, Digga, wenn du merkst, du bist gut positioniert und das Einzige, was wirklich stört, ist nicht die Heilung in unserem Team. Das ist ja sehr angenehm bis jetzt, obwohl wir gut bearbeitet wurden. Da sehen wir bestimmt nicht ganz so gut aus. Und er sagte, Digga, wenn du merkst, du bist gut positioniert, ja, dann musst du die Königin so positionieren, lel, das nicht, nein, Power Juicer, ja, geil, da sind die anderen Heiler mit am Start, was ist los? Und da sagte er, Digga, dann versuch so ein bisschen anzutäuschen, ne? So wie beim Fußball irgendwie. Oh, shit, nein, da hätte ich einen Schutzengel setzen müssen. Ah, ich war am Überlegen, ich dachte, die Blitzheilung reicht. Reichte nicht, fuck my life, vorne. So, du gehst hier auch mal nicht auf den Sack, Kollege. Wow, was ist da, wo kommt denn jetzt die? Also, hallo, liebe Allianz. So ein bisschen antäuschen die Casts, um dann verkackten Interrupt quasi dann rauszubaten. Werde ich mal ein bisschen versuchen. Deswegen nicht wundern, wenn das demnächst alles ein bisschen komisch aussieht. Denn wir tasten uns da mal so ein bisschen ran. Wir müssen ja wieder so ein bisschen warm werden, ne? Ich bin mir übrigens nicht ganz sicher. Sehr schön hier, Freunde. Es wird beehrt im PvP, ne? Wir werden beehrt. Versteht ihr? Ah, geil, geil. Wir müssen uns ja so ein bisschen warm spielen hier beim Heiler, ne? Und das ist hier wieder so eine schöne Anstrengung, von der ich schon mal gesprochen habe, ne? Die Horde, die hat irgendwie Bock, man sieht hier BRs und solche Sachen, ne? Die konnten viele Hordler bis vor kurzem gar nicht schreiben, frag mich nicht, wo das herkommt. Aber ich frage mich auch langsam, ob meine Waffe eigentlich noch brocken kann oder ob das irgendwie jetzt rausgepatcht wurde, ne? Mal so Naru beschwören, dachten, was ist das? Wir 1000 Mann in der Mitte wie die letzten Vollidioten. Ja, man sieht, das läuft hier eigentlich gar nicht, ne? Man sieht, punktetechnisch ist das wirklich das Blödeste, was man hier momentan machen kann. Also Mitte deffen, das ist wirklich was ganz, ganz Blödes. Shit! Nicht so ein räudiger Mage. Oh, großer Pyroschlag. Den. Oh, 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 oh. Fuck, fuck, fuck. Komm, komm, komm. Na, ja, der andere Heiler. Geil, 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 Digga. Ja, 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 ja. Oh, schön hier. Oh, Freunde. Schön hier. Oh, die Mitte, die kann wieder gar nicht. Sie sind doch die Besten mit drin. Heilige Scheiße. Der große Pyroschlag. Der fickt auch mein Leben, Kollege. Verwandlung am Arsch. Boom. Und da ist der Nahu. Er wollte nur mal Schaden sehen. Toller Typ, Freunde. So. Oh, schön geheilt hier in der Mitte. Guckt euch mal meinen Mana an. Was ich eben sagen wollte. Boah, an der Luft verschluckt. Kennt ihr das? Richtig widerlich, wenn der Hals so einen Moment austrocknet, Alter. Boah, holy fuck, es war kein Mage da. Ich habe kein Trinken vorne. Wir müssen so einen Moment warten hier. Wir müssen passiv reggen. Na, wir müssen passiv reggen. Fuck it, Alter, die Ali. Die Alis, was machen die? Seid ihr irgendwie beschränkt? Oha, erstmal Flame, oder? Erstmal Flame. Ja, alleine sind nicht gerissen kriegen. Wir halten hier Mitte mit allem, was wir können, Alter. Wieso denn in der Mitte zergen? Es ist unsere verfickte Base. Wir deffen die. Ey, wie kann man so sein, Freunde? Ohne Witz, sowas raff ich wieder gar nicht. Erst krasses Gegenbeispiel auf jeden Fall, ohne Witz. Mag ja sein, dass es nicht das Beste ist. Was sollen wir denn machen? Wenn die alle hier angreifen, kommen wir auch nicht mehr weg. Sollen wir mit denen am Arsch dann euch helfen gehen, oder was? Total bescheuert, ohne Witz, ganz im Ernst.
Kann ich euch gar nichts zu sagen, ne? Wagen. Ja, dann geh doch hin, Junge. Dann laber doch nicht rum. Meine Güte, also ganz im Ernst. Wagen. Ja, super. Dann defen doch. Bist doch so toll, oder nicht? Brauchst doch ja keinen anderen. Meine Güte. So, Freunde, was ich bräuchte, wäre Mana. Und ich bringe jetzt mal meinen Satz zu Ende. Ich habe momentan ja geskillt, dass unser Segenswort die 4-5 Sekunden stunt, egal was ist, ne? Auch bei Schaden unterbrochen und so weiter, ja. Und tatsächlich kann man auch skillen, dass unser Geist der Erlösung, wenn wir sterben, quasi länger geht. Ja, dass er länger geht. Er hat natürlich recht, man muss natürlich auch von der Mitte wegdenken. Natürlich, aber wenn wir angegriffen werden, wir müssen deffen, Freunde, hat das in meinen Augen nicht den sofortigen Sinn. Ja, da muss man auch, das sind so spontane Entscheidungen, die man treffen muss. Man kann eben ausgehen, dass unser Geist länger geht. Und das ist sehr, sehr positioning-abhängig, meiner Meinung nach. Deswegen bin ich mir da immer sehr unschlüssig, was da jetzt das Nonplusultra-Bessere sein soll. Also mit so einem Mage-Schisch, Freunde, der hätte uns hier jetzt gerettet. Der hat zum Beispiel den Panda da gerettet. Mal sehen, wie der noch so hätte retten können. Inks ansagen und kein Scheiß labern. Korus, ich danke dir, mein Freund. So, dieser Geist würde dann jetzt eben extrem länger halten und wäre vielleicht gar nicht schlecht hier bei dieser Situation. So, wir versuchen mal noch hier schnell eine Gotteshymne rauszuballern. Komm, Lebenskokon ist, aber hier sind viele Allies. Das ist auch ein Ali-Heiler, an den kommt gerade gar keiner ran. Das ist natürlich sehr, sehr ungünstig hier gerade. Zack, Blitzheilung, Erneuerung, mehr ging nicht. Oh, und Heldentum. Das ist natürlich ganz, ganz böse jetzt hier die Situation. Plus, sie haben schon wieder unser Gold. Das heißt, uns hier jetzt richtig aufzuteilen, dass wir keinen Nachteil haben, das wird böse. Mitte Help jetzt hier, wird zum ersten Mal geschrieben. Jetzt müssen wir aber schauen, was hier besser ist. Der Wagen ist hier ja genau vor unserer Nase. Das heißt, wir müssen den aufhalten. Ja, das bringt ihnen aber den Zeitpuffer, den sie brauchten, um die Mitte endgültig einzunehmen. Ist natürlich uncool. Und das hier ist natürlich ein fetter Shadow. Guckt mal, der dottet hier alles zu. Der ist einfach die personifizierte Lerngestalt, Freunde. Wenn der nachher nicht erster im Schaden ist, dann ist hier aber irgendwas falsch gelaufen. Guck mal, Dispersion, wie lange der hier jetzt 1000 Leute beschäftigt. Und genau das ist auch die Strategie dahinter. Das genau ist auch die Strategie. Wenn hier nicht ein paar gute DDs, die das eben abschätzen können, wann gehe ich ran an so ein Shadow, wann fahre ich meinen Burst, wann hebe ich meine Insignie auf, damit hier nicht 300 Leute dauerhaft infight bleiben, dann lenkt hier ein Typ, ein guter Shadow reicht hier eben, um komplett das ganze BG abzulenken und aufzuhalten. Und das ist dann nicht gut. Ja, ich sag mal nicht gut. So, Freunde, wir müssen jetzt wieder gucken als Heiler, wo wir bleiben. Unten ist eingenommen. Da war gerade Pfeil. Wir gucken mal hoch eben. Und das sieht doch gerade gar nicht schlecht aus. Kann mir doch keiner erzählen. Guck mal, den Wagen da. Wir liegen natürlich noch hinten. Ne, wir müssen diesen Wagen jetzt durchkriegen. Ich sag mal, das wird bestimmt nichts. Da müsste jetzt einiges Heftiges passieren, dass das jetzt passiert. Aber es würde schon reichen, wenn wir jetzt alle Basen halten. Das wäre schon was. So, Freunde. Inks sollten angesagt werden. Ist nicht der Fall. Wir fahren einfach mal hoch. Wir schauen mal. Im Zweifelsfall können wir da dem Wagen helfen. Aber der weiß auch nicht genau, was er macht. Alice haben die Mitte zurückgeholt. Wie sieht's oben aus? Oben sieht's erstmal recht ruhig aus. Warum steht denn keiner an der Flagge? Okay, der Demon Hunter steht da. Wir gucken uns weiter um, Freunde. Wir bleiben ein bisschen mobil. Wir müssen mobil sein. Wir haben gelernt, Mobilität kann im BG das A und O sein in so einer Situation. Die Ali liegt noch vorne, aber eben knapp. Wir haben das gut gehandelt bekommen mit den Wagen, meiner Meinung nach. Wir haben da eigentlich einen guten Kompromiss geschaffen, finde ich. Panda Ink, dann gehen wir halt wieder hoch. Die Mitte brauchen wir nicht unbedingt. Zwei schöne Basen würden reichen. Da sind viele Alis. Dann lieber oben sichern. Vier Ink. Können die beiden Pappnasen das halten, bis wir da sind? Vor allem können wir das dann halten. Das ist die nächste Frage. Oh, Freunde, ich habe gerade so ein kitzelndes, räudiges, kleines Haar. Ich weiß nicht, ob es eine Wimper ist oder so, die sich so zwischen Brille und Nase verkeilt hat. Ganz, ganz ekelhaft. So, du fix dich erstmal, Eule. Du wolltest schon wieder zu... Oh, das ist der Priester hier wieder. Das ist dieser Priester, Junge. Oh, shit, das gefällt mir gar nicht. Also, ich versuche nicht zu tappen. Das sind wertvolle Sekunden, die wir hier gerade sparen können. Aber das sind sehr viele Allies. Das sind sehr, 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 sehr viele Allies. Für meinen Geschmack sind das deutlich viel zu viele Allies. Fuck, du kriegst mal einen Schutzengel. Komm, 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 komm. Trigger ihn. Ja, schöne Sache, das war Bunny. Aber das reicht nicht. Das bringt uns gar nichts, Freunde. Das war ein sehr kleiner Erfolg hier an der Stelle. Und viel ist hier gar nicht zu machen. Guck mal, was wir hier alles am Arsch haben. Bei zwei Schurken oder was, das ist ja ein Paladin-Tank. Da kann ich mir, glaube ich, das Fake-Casten an der Stelle sparen. Vielleicht wäre hier jetzt der Proc von unserem Geist sogar besser als unser weiteres Überleben. Wir müssen hier irgendwie raus. Mal den Sprung. Mal hier jetzt versuchen, ein paar Blitzheilungen auf uns selber durchzukriegen. Gleichzeitig hier den Monk am Leben halten. Gottlob, komm, 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 komm. Jetzt die Großen müssen jetzt ready werden. Jawohl, da kommt der Stun, verdammt. Aber wir halten hier ganz gut durch. Wir halten hier ganz gut durch. Schon wieder ein Luftverschluck, Freunde. Ich kann nicht mehr richtig atmen. Meine Güte, es ist ja zu dynamisch, die Scheiße. Glaubt ihr das? Alter, wie dumm muss man denn sein, um sich zweimal in Luft zu verschlucken? Hallo, ja, ich bin ja auch so ein Typ in der Mitte, oder? Ich bin ja so ein Typ aus der Mitte, Freunde. Was erwartet man von mir? So, das Ding da hinten holen wäre jetzt natürlich absolut mega geil. Die halten uns nicht auf. Jawohl, haben wir. Schön, da ist der Mana-Rack, den wir jetzt hier auch brauchen, um schön weiter zu spammen. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass da keiner heimlich tappt. Da können wir hier ruhig die Pyro-Schläge fressen. Wir hatten sehr schöne Eisenbocke gerade von unserem Druiden-Kollegen. Schöner Schieb vom Mage, wurde sofort gebrochen von seinen Kameraden. Nice Sache. So, der versucht da zu tappen, die Drecksau. Gleich mal Stun in die Fresse. Der geht gut down. Jetzt ballert ihn doch weg. Ballert ihn doch jetzt weg. Kommt schon. 20%. Oh, shit. Hier müssen wir auf jeden Fall raus. Und jetzt brauchen wir unsere große Heilung. Jawohl, komm. Hier schön, schön der... Okay. Ah, fuck it. Das war natürlich... Das war böser Burst. Das war böser, böser Burst. Vielleicht hätte ich mich nicht auf das Ableben des Pandas konzentrieren sollen. Aber hinterher ist man bekanntlich immer schlauer. So, komm, Digga. Wir brauchen... Boah, was... Was ist das denn, Alter? Was krittet denn hier so? Der Schurke oder was? Heilige Scheiße.
Heilige Scheiße, was ist da denn los, Freunde? Das ist ja ein BG hier. Meine Güte, aufgeholt. Lass die Mitte bitte. Ja, und jetzt muss geschaltet werden. Jetzt prallen hier gerade, und das ist ganz interessant, zwei Parteien aufeinander. Die behinderten Flamer, die nicht in der Lage sind, die Lage richtig zu beurteilen oder zumindest für sich richtig zu beurteilen. Zumindest das Positive rauszuziehen und positiv weiterhin was zu generieren. Schön. Sehr interessante Situation. Und die Leute jetzt eben auch weiterhin Bock haben. Das ist jetzt eine ganz schwierige Situation. Die Lager, die ja aufeinanderprallen, ne? Die Flamer. Können die jetzt ruhig bleiben, ist die Frage. Oder hauen die gleich wieder in den Tasten, nur weil denen das nicht gefällt, dass die Mitte jetzt erobert wurde, ne? Ganz interessant. Shadow Leech. Also hier gerade zwei Lager definitiv am Aufeinanderprallen, Freunde. Ich bin höchst gespannt, wie die SBG ausgeht. Flamen ist in jedem Fall behindert. So, da brauchen wir nicht mehr reingehen. Wobei, vielleicht können wir die nehmen nicht ein. Seht ihr das? Die tappen nicht. So, komm, hier, ne, Schmidt tappen. Ne, das ist unsere Basis, Digga. Ja, guck mal, wie lange wir die gerade aufhalten, was wir hier an Sekunden gerade erkaufen, Freunde, für unser Team. Nö, hier, du kriegst einen mit dem Nahkampf. Nein, 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 nein. Ach, shit. Oh, jetzt kann ich auch nichts mehr machen. Scheiße. Ah, das stunnen die uns durch, die Drecksäcke. Aber vielleicht wichtige Sekunden erkauft. Wir werden es nachher sehen. Ich meine, das ist ein BG. Hier geht es um Sekunden. Das haben wir von Anfang an gesehen. Die beiden gesplitteten Lager, ne, einer eben Richtung Wagen. Die anderen wollten unbedingt die Mitte. Die einigsten wollten Zwergen. Die nächsten haben Zwerg vorgeworfen und so weiter und so fort. Das ist hier eine ganz, ganz, ganz knappe Kiste. Und das hier, das ist eine volle Kiste. Die wollen wir erobern. Dafür brauchen wir aber, wenn mich nicht alles täuscht, unsere eigene. Und ob wir die so schnell kriegen? Tatsächlich. Freunde, zu meiner Zeit war das noch anders, ne? Vielleicht war das in der Beta, ich weiß nicht, aber da konnte man den Wagen nicht holen, wenn der andere noch unterwegs war. War das mal so? Spinne ich völlig? Ich weiß nicht, aber hier ist mein Schattenpriester, Freund. Holy shit, oh, nee, das braucht... Kollege, wir legen uns hin, oder? Komm, das hat, also hier zu zergen hat keinen Wert, Kollege, das sehe ich nicht so. Gut, wir haben ihn supportet, als er ihn nicht brauchte. Neotor Antonidas. Ja, ich habe jetzt seine Gilde nicht gesehen. Ne? Nicht, dass das so ein durchgehender NPC ist oder so. So ganz schlimm, ganz schlimmer Typ. Ne, muss man aufpassen, die Zwirbelbärte. Ne? Junge, Junge, die machen hier unflätige Gesten im BG. Nee, bestimmt nicht. Ja, jeder Dritte ist ein Marco natürlich. Aber man verbindet mittlerweile mit einigen Servern einiges. Ne? Ist immer interessant. Nur mit Ewen nichts. Mit Ewen nur Positives, oder? Wie hoch hat uns der Dudu eigentlich in der Heilung genatzt? Gar nicht. Kackbuhn. Nein, der hat top geheilt. Der hat top CDs gezogen und so weiter. Das war ganz großes Kino, meiner Meinung nach. Freunde, hier zu zergen ist gerade scheiße. Also da muss ich jetzt auch mal, ne, Flamer auspacken. Mitte, ich war, oh shit, Freunde. Es geht jetzt wirklich um die Sekunden, ne. Wir brauchen auf jeden Fall den Wagen. Der darf nicht durchkommen. Wir dürfen ihn aber auch nicht die Mitte lassen. Wir dürfen ihnen nicht die Mitte lassen. Ja, Demon Hunter, richtig schön reingeballert. Das wäre nämlich definitiv sehr knapp für mich geworden, da jetzt das zu retten. Oh, shit, komm, Alter, bleib am Leben. Oh, die Schurkenkrit, Schutzengel noch hinterher. Komm, 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 komm. Ja, da ist er gebrochen. Oh, fuck it, Alter. Was ist denn das für ein Burst, meine Fresse? Das ist doch nicht normal. Das kann mir doch keiner erzählen hier. Das hat doch nichts mit Balancing zu tun. Heilige Scheiße. Oh, und die Giftfläche, da kommen wir nicht raus. Heilige Schwert, das war es auch für uns jetzt hier an der Stelle. Und wir haben hier keinen mehr, der was retten kann. Priester, irgendwas drin hier unten. Komm, göttlicher Stern, halt sie auf, halt sie ab. Der versucht ab, gnadenlos zu tappen. Komm schon, komm schon, komm schon. Dem hier noch einen rein, den noch einen rein. Ja, 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 ja. Der tappt, der tappt, der tappt, der tappt. Huh. Wow. Das war interessant. Das war sehr interessant, Freunde. Ich bin ein bisschen raus gerade, weil ich eigentlich der Meinung war, dass man seinen eigenen Wagen braucht, um den abzugeben. Oder bin ich da jetzt komplett aus dem Flow raus? Oder ist das bei Flaggen-BGs nur so? Das hat mich gerade ein bisschen irritiert. Ne? Habt ihr gemerkt, war ich ein bisschen raus. Aber sehr schönes BG. Sehr schön. Unser Dudu-Kollege hier wundert mich, dass er uns hier eine Heilung gekriegt hat, weil, wenn ich mich an WoD-BGs erinnere, haben wir immer... Das war komplett actiongeladenes BG, ne? Erstmal durchatmen hier. Heilige Scheiße. Und sehr schön am Anfang. Flame, Flame, Flame. Aber es ist nicht immer alles nur Scheiße, nur weil man das selber so sieht und seine Seite nicht funktioniert. Hat da alles jetzt geklappt am Ende? War da alles richtig, ne? Ist auch kein Zerg, wenn wir eine Basis deffen. Das ist total bescheuert. Ganz im Ernst. Aber gut. Erinnere ich mich, dass Druiden und Schaman uns immer völlig abgezogen haben. Und der war ja gut dabei, ne? Ich erinnere mich oben an die... wie heißt es denn? An die Basis, ja, an die, ans Einnehmen, ans Deffen mit der Eisenburg und sowas, wir bekommen haben. Großartige Cooldowns, die uns da den Arsch gerettet haben, richtig gesetzt. Also 1A, guter Mann auf jeden Fall, muss man sagen, ja. Und schöne Runde. Ja, den Flame kann man sich sparen, weil wir sehen, er bringt entweder, dass sich alle flamen, dann verliert man 100 Pro, oder er ist einfach bescheuert und hier in diesem Fall gar nichts gebracht, ja, gar nichts, keine Ahnung. Ja, so gesehen, jedem das Seine. Es gab schönen Loot. Es war eine schöne Runde, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch wie immer ein schönes Wochenende. Bis dahin, Freunde. Haut rein. Tschau. We don't see it's a baby boy.